Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Y-Bundle von Yang Huan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Y von Yang Huan, das Ganze am 8. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, so sieht das aus, das Bundle. Wir haben hier einmal das Album in der Vinyl-Variante und dann haben wir hier eine Steinschleuder samt Geschossen. Ein sehr ungewöhnliches Bundle. Wie es dazu kommt, das zeige ich euch ganz kurz. Und zwar, es gab diese Bundles des Albums nur über HHV-Shop zu bestellen. Und die Album-CD und die Vinyl gibt es auch regulär, Saturn, Amazon und so weiter. Aber ich habe mich in diesem Fall für eine Bundle-Variante entschieden. Wir haben hier eben die CD und die Vinyl. Und dann haben wir hier diverse Varianten. Also es gibt hier unter anderem die Bundles mit Kissen. So sehen die aus. Also hier so ein großes Y-Kissen in so einem lila Ton, in so einem gelb-grün, in rosa und so weiter. Und dann gab es eben unter anderem auch das Steinschleuder-Bundle, für das ich mich entschieden habe. Es gab auch Shirt-Bundles, es gab sogar ein Puzzle-Bundle, aber die waren dann schon vergriffen. Und ich dachte mir, Shirt-Bundles und so weiter gab es eh schon sehr viele. Und deswegen, wenn es mal so etwas Besonderes gibt wie eine Steinschleuder, dann stelle ich euch diese hier vor. Gut, wir starten wie immer mit der Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, dann schneiden wir auch noch kurz an. So. Es ist das zweite Soloalbum von Yang Huan. Das letzte war ja 1220 und heute ist es an der Zeit für Y. Er ist auf jeden Fall ein Mann der kurzen Albumtitel, wie man ja unschwer erkennen kann. Was es mit diesem Cover auf sich hat, das ja auch sehr speziell ist, das möchte ich euch auch mal ganz kurz zeigen, denn dieses Cover ist inspiriert von einer Kampagne, ich suche gerade noch das Foto raus, und zwar ist das Foto, oder ich sag mal, das, die Anlehnung an ein Foto von einer Gucci-Werbekampagne, und zwar, wo haben wir das? So. So sah das damals aus. Hier haben wir einen Typen, der dem Interpreten recht ähnlich sieht und auch die Pose und das Ganze, nur haben wir hier eben ein G, ein Gucci G in, ja, in ihrem Schrittbereich und bei Yang Huan haben wir in diesem Fall dann eben hier das Y. Also wir haben hier auf dem Cover eine recht unbekleidete Frau, hier nur mit so einem ja, String. Dann haben wir hier noch einen, sieht so aus wie so ein Morgenmantel. Und vor ihr auf den Knien, auf dem Boden mit unfassbar guten Schuhen ist hier Yang Huan zu sehen. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben auf der A-Seite 6 Tracks, auf der B-Seite 7 Tracks. Ergibt dann zusammen 13 Stück. Wir haben zwei Features mit dabei. Einmal hier auf Doppel-C ein Reezy-Feature. Und dann haben wir hier auf Track Nummer 11 Fleek ein Feature von Fergie 5.3. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, muss ich mal reinhören, habe ich noch nicht gehört. Dann haben wir hier oben auch wieder Yang Huan Y stehen, so sieht das hier von unten aus, also Live from Earth, das Label, Made in Berlin lesen wir, und einen Barcode. Und dann haben wir noch die Credits. Gut, dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier die Vinyl, die kommt in einer weißen Papierhülle, sonst ist hier nichts weiter drin. Dann nehmen wir die hier mal raus und es ist, jawohl, es ist eine durchsichtige, eine sogenannte Clear Vinyl. Die sieht so aus, also in der Mitte weiß und ansonsten hier durchsichtig. Dann haben wir in der Mitte auch noch die einzelnen Tracks. Also wir haben hier eben die ersten 6 Tracks, die sich auf der A-Seite befinden und auf der Rückseite haben wir dann die verbliebenen 7 Tracks. So sieht es aus. Also, ganz schlicht gehalten, aber eben doch auch was Besonderes, weil die Vinyl eben nicht in diesem klassischen Schwarz ist, sondern hier so
clear und durchsichtig ist. Gefällt mir richtig gut. Dann packen wir das Ganze mal wieder zurück in die Hülle, wenn es uns gelingt. Und dann kommen wir zum nächsten Bundle-Inhalt, auf den ich schon sehr gespannt bin. Und zwar haben wir hier in dieser Folie, in diesem Plastik, die Steinschleuder samt Geschossen, von denen sich auch jetzt schon einer verabschiedet hat, von diesen Kugeln. Ja, egal, den finde ich später wieder. So, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass die nicht wegrollen. Eventuell platzieren wir die hier über der Vinyl. So, das haut hin. Also, wir haben hier die Steinschleuder. Die ist hier in Blau gehalten, in so einem hellen Türkisblau. Hier haben wir den Schriftzug Young Huren. Dann haben wir hier das Smiley. Und das Ganze ist dann, wie man es kennt, also eine klassische Steinschleuder. Wir haben hier diese zwei Knoten drin, die dieses Gummiband hier verknoten. Und dann haben wir hier entsprechend dieses Stück Leder, um das Projektil, das man dann schießen möchte, in diesem Fall diesen Flummi, kann man dann hier einspannen und dann entsprechend spannen und abschießen. Die Projektile sind in diesem Fall so Flummis, 5 Stück an der Zahl, die sind alle ident designed. Also wir haben hier dieses wunderschöne Bild, diese Aufnahme hier von Young Huren. War, glaube ich, auch lange Zeit sein Instagram-Profilbild, wenn es nicht immer noch so ist. Muss ich mal checken, aber es kommt auf jeden Fall sehr bekannt vor. Also diese 5 Flummis durchsichtig und beidseitig eben mit dieser wunderbaren Nahaufnahme des Gesichts. Jawohl. Das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Bundle-Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Steinschleuder samt insgesamt 5 Projektilen, also diese Flummis. Wie gesagt, einer hat sich irgendwie gerade verabschiedet, den suche ich danach. Und natürlich das Album an sich in der Vinyl Edition mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Young Huren unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.